Das ist zum Beispiel der Ehrenpreis. Sieht sehr schön aus. Oder auch Gewitterblume, super schön. Und das kann man alles essen. In den ganzen Wildkräutern, da steckt viel mehr drinnen, wie wir denken. Das Interessante ist, dass man die dann essen sollte, wenn sie wachsen, weil die uns gesund halten. Brennnesseln sind ganz gesund, die sind ganz, ganz wichtig bei meinen Wildkräutern immer. Ich mache da zum Beispiel ein Brennnessel-Girschspinat gemacht, das ist köstlich. Ganz gesund, die Brennnessel. Dann Löwenzahn kennt ihr, oder? Ja. Löwenzahn, die Blätter sind ein bisschen bitter, aber man kann auch die Blüten essen oder daraus eine Butter machen. Und die Stängel, die kann man waschen und wie Spaghetti kochen. Dann haben wir grüne Löwenzahnstängel-Spaghetti. Hier haben wir zum Beispiel das Hirtentäschel. Das ist auch eins von den Wildkräutern. So, einmal. Dann das kennt ihr auch, gell? Das ist keine Brennnessel, sondern eine, wisst ihr nicht? Taubnessel. Ja, habe ich schon mal. Und die Taubnesseln, die brennen nicht. Und die gibt es in lila, in verschiedenen lila Farben, in weiß und in gelb. Und die kann man auch essen. Kann man alles, was ich euch jetzt zeige, kann man essen. Ihr dürft auch gerne probieren. Die Taubnesseln schmecken so ein bisschen mineralisch. Da sind viele Mineralien drin. Also ist jetzt nicht das Beste, aber ist sehr gesund. Und es kommt immer, wenn es euch nicht schmeckt, spuckst du es einfach wieder aus. Das hier sind Mondblätter. Und ist ein bisschen pelziger, aber die schmecken gar nicht so wie das andere. Nur eigentlich recht frisch. Haben wir neulich mit Rucola und Balsamico drüber gegessen, ein paar Zwiebeln. Super lecker. Kann man auch im Salat essen, oder? Mhm. Gut, oder? Ja. Schmeckt leicht nussig. Das hier ist die Vogelmiere. Und die habe ich vorhin gesagt, die Vogelmiere und der Ehrenpreis. Das sind Wildkräuter, die sind schon unter der Schneedecke. Und wenn der Schnee weg ist, dann wachsen die richtig los. Und das sieht man hier ganz gut, das sind sogenannte Bodendecker. Bodendecker sind Pflanzen. Wenn nichts anderes am Boden wächst, dann keimen die Samen und kommen die, damit sie den Boden schützen und der nicht austrocknet zum Beispiel. Ah ja, was ihr vielleicht, wusstet ihr das? Klee? Ja. Kann man auch essen. Was? Ich dachte, die Hasen essen die. Ja, und Menschen sollten es auch mal essen, dann sind sie nämlich so gesund wie die Hasen. Das hier ist der Spitzwegerich. Ja, den kenne ich, den macht man auch auf Wunden. Sehr gut, das wollte ich gerade erklären. Und zwar hat er den höchsten natürlichen Antibiotikagehalt anscheinend von allen Pflanzen, die in Deutschland wachsen. Und den kann man ein bisschen wurzeln, entweder auf Wunden oder auch auf dem Bienenstrich. Und dann, der schwillt zwar nicht ab, aber es hört gleich auf zu brennen. Und wenn der jetzt bald kleine Blütenstände bekommt, dann kann man die essen oder auch kochen und die schmecken nach Pilzen. Man kann eine pilzfreie Pilzsuppe mit Spitzwegerichblüten kochen. Und wusstet ihr auch, das hier sind Wildrosen, dass man da die Blätter essen kann? Aber die haben keine Stacheln. Doch, und wie, aber kleine. Schmeckt sehr intensiv. Manche mögen den Geschmack von Rosen, manche nicht. Da kann man so ein Rosenwasser machen oder man kann ein Öl einlegen oder eine Soße oder ganz schön eben zum Dekorieren.